steckt doch der Wurm drin. Holzwürmer sind ein teils sehr gefürchteter Schädling, da sie viel zerfressen können, was auch manchmal gar nicht so unwichtig ist. Klar, ein ruiniertes Möbelstück ist nicht schön, aber ein einstürzender Dachstuhl wäre nochmal um einiges verheerender. Aber wo sie genau problematisch werden, welche Schäden sie da anrichten können und wie man sich vor ihnen schützen kann, das werden wir jetzt in diesem Video gemeinsam durchgehen. Also, der Holzwurm. Eigentlich ist der umgangssprachliche Name schon etwas irreführend, weil es sich nicht um einen Wurm handelt, sondern um den gemeinen Nagelkäfer, genauer gesagt, seine Larven. Der Käfer selbst wird zwischen 2,5 bis 5 mm lang, kann sich fliegend fortbewegen und legt seine Eier gerne in Holzspalten und Rissen ab. Dort schlüpfen dann die Larven, welche sich anschließend durch das Holz fressen. Während der Hausbock Laubholz meidet, ist das den gemeinen Nagelkäfern komplett egal. Aber das ist auch nicht der einzige Faktor, an dem man diese beiden Holzschädlinge unterscheiden kann. Der deutlichste Unterschied sind die Löcher im Holz, die beim Hausbock 3 bis 7 mm groß sind, bei dem Holzkäfer nur rund 1 mm, aber dafür sind es auch gleich sehr viele davon auf einmal. Zu dem Hausbock haben wir schon mal ein ausführlicheres Video gemacht, welches du da oben in der Ecke verlinkt findest. Aber worauf stürzt sich dann der Holzwurm genau? Sie stürzen sich zwar auf alle Holzarten, mögen aber besonders gerne feuchtes Holz. Und sehr gerne ist sie auch etwas untertrieben, denn sie benötigen 10% Restfeuchte im Holz, um zu überleben. Auch kühlere Temperaturen sind bei ihnen sehr beliebt, sodass Möbel in einem beheizten Haus ein relativ geringes Risiko haben, vom Holzwurm befallen zu werden. Lebendes Holz, also bei noch wachsenden Bäumen, befallen sie hingegen nicht, sondern nur abgestorbene Reste oder halt verbautes Holz. Aber wo liegt dann überhaupt das Risiko? Für den Menschen sind sie erstmal komplett ungefährlich, da sie uns nicht beißen und auch keine Krankheiten übertragen. Aber der Nagelkäfer hat so die unpraktische Angewohnheit, seinen Nachwuchs da abzulegen, wo es ihm selbst auch gefallen hat. Dazu kommt noch der lange Lebenszyklus, dass eine Larve unter optimalen Bedingungen ein Jahr oder auch bis zu 8 Jahre braucht, um auszuwachsen, was dann dazu führt, dass so ein Befall eine sehr langfristige Angelegenheit sein kann, besonders wenn man ihn nicht bemerkt. Lagert man also Holzmöbel im Keller oder auf dem Dachboden, wo die Luftfeuchtigkeit durchaus etwas höher sein kann und die Möbel nicht so häufig untersucht werden, können sich die Larven da sehr lange durchfressen und die Möbel beschädigen. Sie fressen sich pro Tag so etwa 1,5 cm voran und auch wenn ihre Gänge nicht sehr groß sind, kann das auf Dauer schon sehr viel ausmachen. Wirklich gefährlich wird es aber nur, wenn das Bauholz vom Dachstuhl befallen ist, denn da kann es über die Jahre echt massive Schäden verursachen. Und wenn man das noch früh genug entdeckt, kann man die Träger austauschen, bevor sie einstürzen. Hat man Bohrlöcher gefunden, die zum Holzwurm passen könnten, ist sich aber nicht sicher, ob der Holzwurm noch aktiv ist, kann man ein dunkles Papier unter die Stelle legen und wenn sich danach so 2 bis 3 Tagen Holzstaub abzeichnet, ist das Problem leider noch aktuell. Außengelagertes Feuerholz ist natürlich auch sehr beliebt unter den Käfern, aber wenn man sich solches befallenes Holz dann ins Haus holt, um es neben dem Kamin etwas zu trocknen, ist das Risiko recht gering, dass der Käfer dann auf die umliegenden Möbel überspringt. Allein schon, weil die ihm deutlich zu trocken sind. Aus dem Ganzen sollte auch schon grob hervorgehen, wie man seine Möbel davor schützen kann, vom Holzwurm befallen zu werden. Auch ohne jetzt ein Holzfeuchtigkeitsmessgerät zu besitzen, ist es immer wichtig, darauf aufzupassen, dass im Keller oder auf dem Dachboden gelagerte Holzmöbel trocken stehen. Gerade im Keller sollte man etwas unterlegen, damit sie nicht direkt Bodenkontakt haben. Und Abdeckplan sollten auch immer etwas Luftzirkulation zulassen, dass sich da kein Kondenswasser bildet. Aber auch wenn es trocken ist und dafür kühl gelagert wird, besteht doch über die Zeit ein generell höheres Risiko für einen Befall. Mit wasserdichten Lacken und Holzschutzmitteln sorgt man natürlich bei Gartenmöbeln auch dafür, dass diese weniger Feuchtigkeit aufnehmen und wenn man diese dann auch immer trocken lagert, minimiert man das Risiko, dass diese befallen werden. Insgesamt sorgt jede Beschichtung dafür, dass sich die Käfer doch irgendwo anders ihre Brutstätte für den Nachwuchs suchen. Auf dem Dachstuhl ist auch häufigeres Lüften sehr wichtig, um die Feuchtigkeit dort möglichst gering zu halten. Alternativ hilft auch der Einsatz von Luftentfeuchtern, um die Luftfeuchtigkeit möglichst unter 60% zu halten. Ist jedoch etwas befallen, sollte man schnell handeln. Kleinere Holzgegenstände sollte man in dem Ofen behandeln, das tötet die Tierchen ab, aber das ist bei den wenigsten Möbeln der Fall. Wenn man es weniger eilig hat, hilft es auf jeden Fall schon deutlich, die Möbel im warmen Heizungskeller etwas trocknen zu lassen. Bei minus 10 Grad Außentemperatur lassen sich die Schädlinge auch gut abtöten. Im Sommer kann man die Möbel in die Sonne stellen, wo die Wärme und das trockene Material den Holzwurm dann vertreiben. Was den Dachstuhl betrifft, ist das dann schon etwas schwieriger, weil man den wohl am wenigsten von allem im Backofen trocknen kann. Natürlich kann man mal probieren, die Balken mit einem Heißluftföhn aufzuwärmen, was aber auch nicht sehr effektiv ist. Auf der einen Seite bekommt man das Innere des Balkens nur sehr schwer aufgewärmt und durch die punktuelle Wärme schadet man dem Holz unter Umständen mehr, als man ihm hilft. Da wäre es die bessere Methode, Eicheln einzusetzen. Diese sind ein bevorzugtes Ziel der Larven, sodass sich diese lieber auf die Eicheln stürzen. Legt man einige Eicheln im Umfeld von den befallenen Stellen aus, wird man schnell kleinere Löcher an den Eicheln finden, was bedeutet, dass die Larven jetzt darin sind. Die befallenen Eicheln kann man dann ganz einfach nach draußen bringen und so lange neue auslegen, bis sie keine Löcher mehr bekommen. Klar ist das eine etwas zeitaufwendigere Methode, aber wenn man nur einen leichten
Befall hat, ist das auf jeden Fall eine recht einfache Maßnahme, die sich auch im Zweifelsfall super präventiv einsetzen lässt. Hat man einen stärkeren Befall auf dem Dachstuhl mit mehreren befallenen Trägern, sollte man auf jeden Fall einen professionellen Schädlingsbekämpfer mal kontaktieren, der das Problem dann aus der Welt schafft und auch erkennen kann, ob irgendwelche Balken ersetzt werden müssen. Unter den etwas mühseligeren Methoden wäre noch das manuelle Abgehen der Gänge, was aber keine Garantie dafür ist, auch wirklich alle Larven abzutöten. So kann man zum Beispiel Isopropanol oder Essig mit einer Spritze in die Löcher spritzen oder auch alternativ mit einem Frostspray wie diesem hier reinsprühen und die Schädlinge einfrieren. Diese Methoden sind mühsam und bieten auch keine Garantie dafür, dass man wirklich alle Larven erwischt, aber man kann sie zusätzlich zu den anderen Methoden vielleicht einsetzen, um sie zu beschleunigen. Aber das war dann auch schon alles, was ich euch zu den Holzwürmern erzählen kann. Hattet ihr schon mal Holzwürmer in euren Möbeln oder auf dem Dachstuhl und habt ihr weitere Tipps, wie man sie wieder los wird, dann schreibt sie wie immer gerne in die Kommentare. Wenn ich euch helfen konnte, würden wir uns natürlich sehr über einen Daumen nach oben oder ein Abo auf diesem Kanal freuen. Damit wünsche ich euch noch einen schönen holzwurmfreien Tag und wir sehen uns nächste Woche. Ciao!